einer weiteren Folge Crusader Kings 2. Blup. Und es geht weiter. Es ist nicht viel passiert, weil wir haben nicht weitergespielt. Wir sind am 9. Januar 770. Wir hatten gerade geheiratet, unsere Frau war schwanger geworden. Und ansonsten, hier tut sich was. Hier hat ein kleines Kind geerbt, mit ein Jahr. Oh, die Awaren, das ist wieder so ein weltgeschichtliches Ereignis, das hier unten stattfindet, irgendwo auf dem Balkan. Und unser Kind ist da, es ist eine Tochter namens Christina, könnte ich jetzt noch ändern, aber Christina ist okay. Kann man wenigstens aussprechen. So, as is tradition, my wife Ealdgith underwent her churching after recovering and cleansing herself from the recent pregnancy. Unfortunately, her mood was not improved by taking the Holy Communion. Perhaps some old sin is still weighing on her soul. Ja, muss sie sich selber darum kümmern, genau. So, jetzt haben wir ein bisschen genug Geld, um irgendwas zu bauen. Wir können hier in unser... Also das ist Wessex, unser quasi Kerngebiet, unsere Hauptstadt ist hier dieses Schloss. Und wir haben hier noch eine Stadt drin und wir haben hier noch ein Bischoftum drin, das wird verwaltet von Vasallen, weil Städte und Bischoftümer kann ich nicht direkt verwalten. Ich meine, kann ich schon, aber habe ich herbe Abzüge, was Steuereinnahmen und solche Sachen angeht. Also für Bischofstümer braucht man halt einen Bischof und für Städte braucht man Bürgermeister. So, das hier ist mein direktes Gebiet. Hier kann ich jetzt Sachen bauen, wie zum Beispiel Castle Fortifications kann ich mir momentan leisten oder Castle Walls. Castle Walls erhöhen die Steuereinnahmen, darum baue ich das. So. Ja, ich meine, irgendwann kann ich auch mal diese Duchy machen, aber das ist erstmal nicht so wichtig. So, Mayor, also der Bürgermeister Leofelm, approaches you and presents to you a request to buy a small plot of your land in Wessex. This is a hard decision to take since he promises to pay well for the land. Also, ich würde 150 Gold von ihm kriegen, würde 25 Prestige verlieren, was ich momentan sowieso nicht habe, und hätte minus 50% Steuereinnahmen. Ich meine, wenn ich das irgendwann mache, kann ich es jetzt machen. Weil dieser Steuereinnahmenmalus geht irgendwann weg. Und zwar in 10 Jahren. Und momentan kriege ich eh nicht so scheußig viele Steuern. Also kann ich es ebenso gut machen. Ne? Ich glaube 150 in 10 Jahren. Machen wir es mal. Ever since your pursuit of wealth began and you started keeping a close eye on both income and expenses, your coffers seem to be filled to the brim with more often than not. Ah, ich krieg ein Stewardship, weil ich habe super viel Geld gemacht hier. Okay, das gilt schon. Eine Tochter, unser Cousin hat eine Tochter bekommen, die wir nennen... Also, wir haben jetzt selber schon Christina... Das ist der Ealmund, oder wie er heißt. Wir brauchen einen Namen mit E. Oh. Edelgard, sagen wir mal. Zack. Ich versuche mal nach Buchstaben sortierte Themen zu haben, damit ich immer weiß, welcher Zweig der Familie ist das gerade. Es funktioniert nie, ich komme immer durcheinander, aber... versuchen kann es. Ja. Was man, ich meine, also man kann das so spielen wie ich. Man macht Sachen, wenn was passiert und stellt dann auf Fast Forward. Was man auch machen kann, ist, man stellt auf Langsam und guckt dann überall in der Gegend, kann ich hier was machen, kann ich da was machen, was kann ich machen. Kann ich hier irgendwem Geld geben, damit er das erobert, damit ich nachher das erobern kann und so. Aber das ist mir alles zu kleinteilig. Ich will einfach nur wissen, was hier passiert momentan. Obwohl, was wir machen könnten, ist, wir könnten mal gucken,
Man kann hier nämlich Charaktere suchen im gesamten Gebiet. Oh, ein Sohn. Cynehard Siegeherzen und Beothvaro Huntington. Cynehard, okay. So, das ist auch ein Großcousin jetzt. So, also. Der Bau ist fertig hier in Wessex. Das heißt, ich kann was Neues bauen. Zum Beispiel ein Keep. Da würde ich mehr Truppen bekommen in Wessex, die ich anheuern kann. Aber was wir in der Zwischenzeit machen können, ist hier. Immer wenn wir was in der Zwischenzeit machen wollen, passieren Sachen. Being such an industrious ruler, you have not gone unnoticed by the population of Wessex. By paying the county elders personal visit, they would surely be inspired and the peasants would feel particularly appreciated. A small donation would also go a long way, of course. Okay, dann gehe ich mal nach Wessex und gucke mir das an. So. Aber bevor hier wieder was passiert, wir wollen Leute suchen. Erstmal wollen wir das jetzt momentan suchen wir nur in unserem eigenen Realm, also in Wessex selber. Wir können unter unseren Vasallen suchen oder direkt, wer an unserem Hof ist. Aber wir wollen alles durchsuchen. Dann wollen wir sehen, Join Court, wer würde sich unserem Court anschließen. Dann wollen wir sehen, wer ist nicht verheiratet, wer sitzt nicht im Gefängnis. So, das sind die Leute. Dann gucken wir, wer ist sehr alt. Und dann gucken wir, wer hat Geld. Momentan niemand scheinbar. Keiner hat Geld, weil die Leute könnte man einladen. Und wenn die dann irgendwann sterben, dann erbt man, weil die haben keine Erben, weil die halt unverheiratet sind. Das klappt sehr gut, wenn die sehr alt sind, aber momentan haben wir da niemanden. Und nach der gleichen Methode kann man hier auch nach möglichen Ehefrauen suchen. Kann man hier gleich gucken, wer ist ambitious. Braucht man auch kein Geld ausgeben, sondern kann hier einfach sagen, invite to court. Und sie sagt ja. Zack, es dauert immer eine Weile, bis sie da sind. Und dann kann man sagen, hier waren noch Leute, die nicht verheiratet waren. Und der will unbedingt heiraten. Momentan mag er mich nicht. Wenn ich ihn verheirate, vielleicht mag er mich dann. Zack. Ja, und das ist eigentlich die bessere Methode, um sich Spouses zu suchen hier. So. Winchester ist gleich wieder ein Gebäude fertig. Aha, sie ist die Frau von einem Cousin. Okay, da können wir mal sagen, make a move. Okay, it's good to be the king. Received news that my lover Beothvaro is with child. Hopefully she will be able to persuade her husband to be the real father. Okay. A group of craftsmen has come through your court and shown off their work. They present you with fine goods, of which you are sure there would be a demand for in the realm. Noticing your interest, the craftsmen ask for some capital to start up a workshop, saying they lack the funds to do it on their own. Jetzt kann ich dem 50 Gold geben und dafür habe ich quasi Aktien in deren Business.
Machen wir das mal. Ah, meine Frau ist wieder schwanger, sehr gut. According to your Marshal, Ethelwald Witherston, Ethelwald Witherston, Withvara. Okay, the peasants of Wessex are having frequent troubles with highwaymen and wild beasts. He suggests constructing series of outposts. Aha, der möchte Außenposten bauen. Für 7,1 Gold machen wir mal. Und jetzt sind wir schon wieder im Plus mit unserem Prestige. Okay, jetzt ist hier wieder ein Gebäude fertig, aber wir haben jetzt momentan nicht genug Geld. Oh nein, meine Frau wird gebären unter merkwürdigen Umständen. I could, hört ihr das Klopfen am Hintergrund? Ich fürchte ja, oder? I can only imagine how Bithwaro must feel, as if being unable to publicly declare our feelings for each other was not enough. She now must lie about the fruit of our love. Jetzt kann ich sagen, ich besuche sie, dafür würde ich Gesundheitspunkte kriegen, oder... Nee, lass mal aber bleiben jetzt. Okay. Ist alles nur verdächtig. It's good tradition to have some gossip around a pregnant woman in order to keep her calm and distracted from the tribulations of this delicate time in her life. Some maids oder... Nee, ist egal. Some maids. Mit 10 Gold. 10 Gold ist okay. Aha. So. Das ist der zweite Sohn, das ist sogar meiner hier. Nennen wir mal Hubert. Ja. Ja, aber ihr Mann denkt, der ist von ihm. Sehr gut. Es gibt einen neuen Papst. Das sind immer so Sachen, die so passieren, wo man Nachrichten drüber kriegt. Okay, was auch immer. Das war wieder so ein Ereignis. Oh, einen zweiten Sohn. Den nennen wir mal Bertie. So. Noch mehr Craftsmen kommen und wollen Geld von mir. Okay, wenn ich denen jetzt Geld gebe, irgendwer von denen wird schon erfolgreich sein. Aber natürlich weiterhin nicht genug Geld, um hier was zu bauen, aber es wird ja ständig mehr. My beloved Bithwaro is suffering from a bad marriage with Thunehart. Perhaps I should suggest a romantic retreat to the countryside, just the two of us. I yearn for her embrace. Nein, was, wenn er rausfindet? Machen wir mal, wenn sie sich dann besser fühlt. Super. Wieder 100 Gold. Defensive, aha. Was ist eigentlich hier los? Oh, Sachsen ist in Schleswig-Holstein reinmarschiert und in Teile Skandinaviens.
Oh nein, Sühnehart, mein Cousin ist gestorben. Der Mann von meiner Geliebten. Ha, ha, ha. Was wir jetzt machen könnten, ist, wir könnten unsere Frau umbringen und die Geliebte heiraten beispielsweise. Aber sehe ich gar nicht ein, weil die hat uns ja eigentlich nichts getan hier. Oder wir heiraten sie, verheiraten sie mit ihm hier. Machen wir das mal. Hoffen, dass ihre beiden Söhne erben, was auch immer zu erben ist, weil die gehören zur Familie. Ach so, einer von den Handwerkern hat das ganze Investment verloren. Schade. So, aber jetzt können wir wieder was Neues bauen. Und zwar Military Training Ground. So. So, es hat einen Grund, warum ich die gleich wieder verheirate. Ich meine, momentan ist sie hier meine Geliebte, wie man hier sieht. Aber wenn sie das jetzt nicht mehr wäre und sie nicht von Interesse ist, dann würde sie vermutlich irgendwann aus dem Spiel rausgestrichen werden. Denn es gab. Oh, Karloman ist gestorben scheinbar. Und Karl der Große? Nein! König Pippin von Westfranken. Also Karl der Große ist auch schon tot. Wann ist das passiert? Vor 3 Jahren ist Karl der Große gestorben. Und sein Bruder Karloman ist wann gestorben? Der wurde umgebracht, wie man in diesem grünen Schädel sieht. Vor 2 Jahren. Also Karloman hat ihn sogar überlebt, wurde dann aber umgebracht. Und jetzt. Okay. Sowas. Also, wie gesagt, es hat einen Grund, dass die rausgestrichen werden. Das ist nicht einfach nur, weil diese Leute haben keine Konsequenz. Sondern im Laufe der Zeit, seit das Spiel rausgekommen ist, wurde es immer weiter vergrößert und immer neue Gebiete sind dazu gekommen. Hier so der Süden von Afrika, den gab es vorher nicht. Und hier Indien und Tibet und diese ganzen Sachen gab es vorher auch nicht. Und das hat dazu geführt, dass die Prozessorauslastung immer schlechter wurde. Und weil für zu viele Personen, die hier sind, weil es gibt hier überall, der hat eine Familie, der hat jetzt gerade nicht, aber normalerweise hat er Leute, mit denen er zu tun hat, und der hat Vasallen und der hat einen Hofstaat mit Leuten. Ja, der hat einen Pakt mit anderen Leuten, die auch alles, und das sind alles einzelne Personen, die alle einzeln, für die alle einzeln entschieden wird, an jedem Tag, was sie machen wollen und ob die jemanden bestechen wollen, ob die jemanden töten lassen wollen und so, ob, beziehungsweise ob die das versuchen wollen. Und das kostet halt Prozessorleistung. Und darum werden Leute, die halt quasi für den Hofstaat nicht von Konsequenz sind, jetzt mittlerweile rausgenommen. Oder was auch passieren kann, die haben hier mit Reaper Stew haben sie Seuchen eingeführt. Die können dann auch irgendwie, also da sterben dann auch jede Menge Leute und dann läuft das Spiel schneller. Und das ist zwar einerseits irgendwie doof, aber so eine Expedition. Ich könnte jetzt eine Handelsexpedition losschicken, aber ich glaube, ich habe nicht genug Geld dafür. Ich habe nur 10 Gold. Kann ich mir momentan nicht leisten. Muss ich später machen. I have received news that my lover Beothvaru is with child. Hopefully she will be able to persuade her husband to be the real father. Okay.
Okay, was man jetzt machen kann, ist mit den Kindern, die man hat, man kann sagen, hier, die sollen Erziehungsfokus haben. Ich nehme dann meistens hier so Etikette oder Thrift oder sowas, damit die halt mehr Diplomatie kriegen oder mehr Stewardship. Ja. Genau, wir können hier auch mal bei der Gelegenheit mal auf den Epidemien-Bildschirm gucken und sehen, ob hier irgendwelche Epidemien sind. Oh, eine Tochter. Sehr, sehr nett. Okay, das ist im Prinzip meine, aber er weiß das nicht. Ah, sehr gut. Die Craftsmen waren erfolgreich und toll. Ich habe jetzt insgesamt also 50 Gold ausgegeben für die einen, 50 Gold für die anderen, also 100 Gold. Die einen waren nicht erfolgreich und die anderen waren erfolgreich und das ist quasi Nullsummenspiel. Aber ich kriege plus 10 Tax Modifier. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich bin gestresst, weil ich will zu viel Gold haben. Und ich kriege nochmal plus 2 Stewardship. Okay. So, ah, hier haben wir eine Epidemie. Was ist das hier? Masern. Okay, ein Gebäude ist wieder fertig. Können wir ein neues bauen? Castletown ist super, gibt mir mehr Taxes. Je mehr Geld ich kriege, desto mehr Geld kann ich ausgeben. Serbien ist christlich. Ich muss mir vielleicht mal so eine rote Lampe draußen anbringen, dass die Leute leise sind, wenn sie hier vorbeilaufen. My Marshal tells me of my commander's Red Wolf. Bürgermeister Red Wolf, okay. Cool. Oh. Die ist wieder schwanger. Meine Güte, ist sie doll schwanger immer. Ich kann meine Frau einsperren für was? Aber da meine Geliebte momentan verheiratet ist, sehe ich das nicht ein. Will sie irgendwas? Sie möchte mich umbringen lassen? Nein, sie möchte meinen Enkel umbringen lassen. Siehst du, das passiert nämlich, wenn man eine Frau hat, die gerne möchte, dass ihre eigenen Kinder erben. Hier zum Beispiel der Berti, der kleingeschriebene Berti. Die versuchen dann, aber ich kann sie bitten, das zu lassen, weil es ist Schwachsinn. So, zack. Recreated the familia, vielen bla bla bla. Meine Frau ist toll. So. My Marshal has discovered a man of great military talent called Burkhard. Aha. He's willing to serve in my ranks. Okay, warum nicht? Und wir haben eine neue Entscheidung hier mit Kindern. Zack. Meine Güte, was sind die laut da draußen?
Nein, wie schrecklich. Okay, ein Sohn von Ortgar und Beothvaro, das ist wahrscheinlich wieder meiner. Ups. Ah, das ist kränklich, ist nicht gut. Naja. So. Oh, irgendjemand ist gestorben und zwar Erdmund mit im Alter von 27. Und es sieht so aus. Oh, Krankheit. Pocken. Wo hat er Pocken her? Haben wir hier Pocken? Wir haben keine Pocken. Der muss irgendwo anders gewesen sein und hat dann Pocken bekommen. Hoffentlich kriegt seine Familie keine Pocken. You, Stuart, comes to see you one afternoon. He explains that he has devised a plan to bring in exotic goods by setting up a trade route with foreign realms. This would, of course, require a sizable monetary investment, but the potential profits would also be great. Machen wir das mal. So, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, ein Schiff zu besorgen. Wir können ein Schiff kaufen für 66 Gold. Wir können eine Crew anwerben, um ein Schiff zu klauen. Oder ist uns alles zu teuer? Ich mach mal das mit dem Schiff klauen. Okay. The word has spread that you're planning a trading expedition and a group of priests have arrived at your court with the request. They are offering temple funds for the journey, if you will allow them to come along on the journey. Okay. Also Priester geben mir Geld, wenn ich sie mitnehme. Wie viel Geld kriege ich? 26 Gold. Dafür kommen die dann mit und irritieren alle heidnischen Häuptlinge, mit denen ich Handel treiben will. Also lassen wir das mal lieber sein. Dafür mögen die mich alle fünf weniger, aber da kommen sie drüber weg. It is time to set out on the trading expedition. Hopefully it will yield good profits to foreign lands. Your expedition has finally reached the realm of Sheikh Al-Qasim. Okay, das sind sogar Muslime, mit denen ich handeln will. Your steward asks of what gift we shall bring forth as a token of friendship to Sheikh Al-Qasim. Kann ich jetzt sagen, Dutzend starke Pferde oder ein Kasten wie sagt man, Textilien von zu Hause oder ein Säckchen mit Kräutern oder nee, ich bin ja da. Das ist Geschenk genug, oder? Aber wir machen mal, wir wollen auch nur mal sicher gehen, weil wir sollen ja auch Geld kriegen hier. Also geben wir mal die Pferde. At dinner, you notice Sheikh Al-Qasim of Zitz's face growing red with annoyance as he glares at your steward, shoveling his food in with his bare hands. Okay, also mein Steward isst mit den Fingern. Entweder verschätze ich es mir mit meinem Steward, das könnte ich mir leisten, der mag mich gerne, oder ich verscherze es mir mit dem, das kann ich mir nicht leisten, der mag mich nicht so gerne. Warte mal, ich könnte dem Geld geben, ne? Aber okay, dann sage ich halt, ja, mein Steward kann auch nicht lange essen, bitte entschuldigen Sie ihn. As you spend more time talking to Sheikh Al-Qasim of Zitz, you realize that you have a lot more in common than mere business interests. Ja, wir werden Freunde, sehr gut. Ah, my liege, loyal servants such as I surely deserve more recognition and rewards from time to time. It is widely known that you hold
huge lands and many titles and are as generous as you are wise. Perhaps you would consider granting this humble servant the county of Dorset. Der will Dorset haben, der will das hier haben. Das ist Teil von meinem Hauptherzogtum. Das kann er mal ganz lassen hier. Kann ich sagen, ja, aber dafür schuldest du mir einen Gefallen. Ich kann sagen, natürlich, und ihm das einfach geben. Ich kann sagen, nee, sei nicht so gierig. Oder ich kann sagen, ich würde ja gerne, aber... Und mir irgendeine komische Entschuldigung ausdenken. Das kann ich, weil ich einen hohen Diplomatie-Skill habe. Und das mache ich mal. Das heißt, ich sage ihm nein, aber ich habe keine negativen Auswirkungen davon. Okay, also es sieht aus, dass hier Sheikh Al-Qasim uns ganz gerne mag und mit uns handeln will. Das ist super. Dadurch kriegen wir 166,9 Gold und 150 Prestige. Your steward hath brought in riches to your realm through his competent handling of the trading expedition and he probably expects to be rewarded. Okay, der mag uns immer noch ganz gerne. Ich kann ihm 33 Gold geben. Oder ich kann sagen, er hat nur seine Pflicht getan, aber ich gebe ihm mal 33 Gold. 33 Gold ist okay. So, jetzt haben wir wieder genug Geld für ein Gebäude, das wir bauen können. In unserem Schloss hier können wir hier Training Grounds verbessern. Würden wir 100 Truppen mehr kriegen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Oder wir könnten Baracken bauen. Zack, machen wir mal das. Oh, Mercia erobert gerade Surrey. Wie es aussieht. Das nicht so gut. Aber wir bauen hier erstmal. Ah, wir haben ein Kind, das erzogen werden muss. A large merchant caravan from distant lands have arrived at the gates of your stronghold. Their leader, a jovial man of massive girth, pleads with you in a strange accent to grant them shelter from the elements for the night. Very well, let them in. As evening falls, the fat merchant sits by the fire and teagles you and the rest of the court with stories of his travels. His appetite seems insatiable, but as you do not wish to prove a poor host, you order your servants to bring in a second serving. I don't know. Some days being king is no easy thing. There's always business to attend to, subjects seeking audiences and vassals complaining about imagined injustices. Finally, you are having a moment to yourself, strolling the gardens. In the distance, you spot a stranger dressed in simple garb. Okay. Okay. Was ist das hier? Lowborn? Eine Nonne? Pilgrimage? Game Master? Aha. It turns out that the stranger Cuthbert is a nun on her way back to the cloister after several months on the road. As the evening light grows dimmer, you converse about life and death, faith and doubt. When you excuse yourself to return home, the nun asks if you can offer room and board for a few days. Ich kann Ihnen sagen, da ist eine Kneipe, hier hast du Geld. Ich kann Sie einladen. Ach, ich lade sie mal ein. Ich fürchte, dass es jetzt... dass ich jetzt umgebracht werde oder so. Ja, genau.
More often than not, you retreat to your chambers in the evening, feeling exhausted and weary. Tonight is no exception. Falling asleep is usually easy after a long and taxing day. However, recently sleep seems to elude you. You are sitting in your study, idly moving chess pieces on the board before you, sipping a glass of wine, hoping that it shall give you the rest you seek. Suddenly, someone knocks. Who could it be at this hour? Before you can shout at the intruder to leave you alone, the door opens and Cuthbert strides in. Good evening, my lord. I realize that I never introduced myself properly. I am Death, and I am here to collect you. A dagger is glinting in her hand. Okay, hier können wir mal Pause machen. Und beim nächsten Mal geht's weiter.